So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder mal Durst. Was zu trinken vorbereitet, habe ich letztens im Rewe gesehen. Da laufe ich so am Regal vorbei, auf der Suche nach Prime, wie immer. Das Auge muss geschult sein, immer noch neuen Prime-Sorten. Da sehe ich was. Das kostet fast genauso viel wie Prime. Leute sagen, Prime ist teuer, aber ist 0,5. Das kostet fast auch 2 Euro. Aber es sind nur 330 Milliliter. Und was ist das überhaupt? Das ist eine Dose. Da steht Nocco drauf. Hier ist ja, Cola Orange. Koffein. Zuckerfrei. Aber kohlensäurehaltig. 105 Milligramm irgendwas. Und dann gibt es noch eine zweite Dose Nocco mit zwei schwarzen Streifen. Und da steht Ramon. Mein Name, ne? Da steht Ramon und Ade, also nicht Limonade, sondern Ramonade, Ramenade, Ramenade, the Ramenade, Ramenade, was ist Ramenade? Kohlensäurehaltiges Getränk mit Koffein, Grünteeextrakt und Vitamin, zuckerfrei mit Süßungsmitteln, Geschmacksrichtung, Apfel und Rambutan. Was ist Rambutan? Man weiß es nicht. Und hier natürlich Cola Orange. Die möchte ich jetzt beide mal probieren und dann zusammen kombinieren und im Glas testen, chuggen, wie auch immer. Das ist Ramenade. So, fürs Thumbnail mal so reingehalten. Wir fangen mal an. Wir machen mal die Cola Orange auf. Koffeinhaltige Cola Orange. Wie schmeckt die? Wir nehmen mal einen kleinen Nipper. Also das schmeckt weder nach Cola, noch schmeckt es irgendwie nach Orange. Es schmeckt wie, was soll das sein, Grünteeextrakt? Aber Grüntee schmeckt doch eigentlich gut. Es schmeckt irgendwie total säuerlich. Hat so eine helle Note, so als würde irgendwas... Ja, so, es ist so richtig bissig, so richtig, als wäre irgendwas verschimmelt. Auf irgendeine Frucht total vergoren und ihr beißt da rein und habt die Fruchtsäuren. Was ist denn der Ramses immer so für Sachen? Es schmeckt auf jeden Fall richtig abartig. Nocco Cola Orange würde ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Wie sieht die Farbe aus? Wir können mal kurz im Glas den Test machen, wenn wir hier reinschenken. Naja, da seht ihr jetzt kaum, ich habe es gesehen, hat eine ganz normale Cola-Farbe. Aber einen richtig unangenehmen Geschmack, also da gehe ich jetzt nicht mehr ran. Was ist Ramenade? Ramenade mit Apfel und Rambutan. Apfel klingt ja gut, ich bin Apfelfreund, aber Rambutan, Rambazamba, Rambutan, eigentlich kann sie nur besser werden. Es sieht auf jeden Fall irgendwie weiß aus, also ist durchsichtig, sieht aus wie Prime. Wir probieren da mal einen Schluck. Auch wieder irgendwie so säuerlich, aber im Abgang mit einer Apfelnote. Und dadurch schmeckt es eigentlich wieder fast normal, weil die meisten Energy-Drinks mit Apfel sind ja eh so saure Apfelrichtung. Und Rambutan, keine Ahnung, was Rambutan ist, schmecke ich jetzt nicht raus. Wir schenken mal kurz ein. Ja, das hat halt eher eine helle Note. Das sieht aus wie Powerade, das sieht aus wie Prime. Jetzt wollen wir aber beides noch kombinieren. Also die Ramonade finde ich auf jeden Fall besser. Und das schmeckt einfach wie irgendein abgestandenes Apfelgesöff. Das Cola Orange, das geht gar nicht. Jetzt kombinieren wir beides. Schenk es mal so ein. Bis zum Ernesto Stigger. Obwohl, warte mal. Können Sie wahrscheinlich einfach komplett einschenken. 330 Milliliter, das sind 660 Milliliter. Wenn ihr immer denkt, das auf die dicken Bierglas war groß, das war nur 0,5 im Ernesto-Glas. Da passen locker 0,6 rein und sogar noch mehr. Weil wir haben ja jetzt hier, wahrscheinlich haben wir 30 Milliliter von jedem getrunken, als wir abgetrunken haben. Und das ist jetzt der Rest. Nocco! Das muss das Thumbnail sein, oder? Das andere war nämlich zu generisch. So, ziehen wir das mal weg, jetzt wenn es komplett ist. Und habe ich im Rewe gesehen,
absolut keine Empfehlung, würde ich nicht nochmal kaufen. Lass die Finger davon, mega teuer, komisches Design, alles irgendwie so grau, so deprimierend und richtig komischer Geschmack. Also, naja, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das war die Ramenade. Ihr seht, das Glas ist total beschlagen. Also das hat so viel Kohlensäure. Das brennt so im Hals gerade durch die Kohlensäure. Das bitzelt so extrem. Die Augen brennen, die Augen sind wässrig, die Augen tränen. Das war so unangenehm zu trinken. Aber der Burp war lustig, der war cool. Also den muss ich mir irgendwo als Handy-Klingelton machen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.